Der Game Boy Color war ja eigentlich nur ein Update des Bestsellers und brachte endlich Farbe auf den kleinen Bildschirm. Es erschienen natürlich auch viele, viele schöne Spiele für das System. Aber welche haben sich am meisten verkauft? In dieser Liste habe ich mir die Verkaufszahlen angeschaut und dabei nur Spiele berücksichtigt, die nur für den Game Boy Color erschienen sind. Die Quelle habe ich euch unten verlinkt. Den Anfang macht Donkey Kong Country, welches im Gegensatz zu Donkey Kong Land eine Portierung des Super Nintendo Spieles ist. Natürlich mussten da einige Abstriche gemacht werden, aber es ist allgemein sehr gut portiert worden. Alles Wichtige ist drin und das Spielgefühl passt. Wenn ihr den Klassiker also auch to go zocken wollt, könnt ihr hier auf jeden Fall zugreifen. Auf dem 9. Platz belegt noch ein Nintendo-Spiel. Hätte mir einer Anfang der 90er gesagt, dass ein Nintendo-Fiesling seine eigene Spieleserie bekommt, ich hätte es nicht geglaubt. Aber Wario kämpft sich in den schön gestalteten Plattformer wacker durch die Gegnerhorn. Das macht er natürlich anders als Mario und das ist auch gut so. Das Original ist einer meiner Lieblingsspiele aller Zeiten und so ähnlich geht es auch vielen. Also, wieso nicht das Spiel ein bisschen für die neue Konsole auffrischen? Im Prinzip wurde die Vorlage größtenteils übernommen und durch einige Sachen ergänzt. Natürlich wird das Spiel vor allem bunter und es gibt sogar einen eigenen exklusiven Farbkerker, der zum Erkunden einlädt. Auch in dieser Variante ist das Spiel ein wahrer Klassiker. Okay, um ehrlich zu sein, hatte ich von den Spielen noch nie was gehört. Und dann soll sich das noch so oft verkauft haben? Das Spiel schwimmt im Kielwasser der überaus populären Pokémon-Spiele. Hat aber natürlich auch seinen ganz eigenen Touch. In diesem Rollenspiel kämpft ihr euch zusammen mit diversen Monstern durch zufallsgenerierte Dungeons. Und das ist natürlich nur der Anfang. Ihr könnt sogar Monster züchten. War ja klar, dass einige Pokémon-Spiele in dieser Liste auftauchen, oder? Den Anfang macht das Pokémon Trading Card Game. Wie der Name schon sagt, ist das die Versoftung des beliebten Trading Card Games. Ist wahrscheinlich auch auf Dauer billiger und man hat immer einen Spielgegner. Es ist doch logisch, da hat man die wundervolle Technik von Link's Awakening und darauf kann man ja schließlich noch aufbauen und etwas verbessern, oder? Es sind sogar zwei neue Zelda-Spiele herausgekommen, die jeweils einen leicht anderen Ansatz bieten. In einem Spiel reist man durch die Zeit und im anderen durch verschiedene Jahreszeiten. Noch ein Kuriosum, die Spiele wurden nicht von Nintendo selbst entwickelt, sondern von Capcom im Auftrag. Und noch ein Remake bzw. Update.
Nintendo hat hier den alten NES-Klassiker Super Mario Bros. Genommen und etwas aufgefrischt auf den Handheld gebracht. Das fantastische Spiel wurde hier und da dezent verbessert, behält aber sein Aussehen und seinen Charme. Für mehr Spielspaß wurde zum Beispiel ein Challenge-Modus eingebaut. Hätte mir einer in den 80ern erzählt, dass ich das Spiel auf einem Gameboy spielen kann, ich hätte es nicht geglaubt. Ein weiteres Pokémon-Spiel und dennoch eine eigentlich eher ungewöhnliche Idee. Das Spiel verschmilzt einen Flipper-Automaten mit dem Pokémon-Universum. Klingt zuerst etwas komisch, aber klar, Bälle gibt es schließlich in beiden. Auch hier bemüht ihr euch darum, möglichst viele Taschenmonster zu fangen und einen möglichst hohen Highscore einzusammeln. Pokémon Crystal erschien nur relativ kurze Zeit nach dem richtigen Pokémon-Spiel und ist fast als eine Art erweiterte Version anzusehen. So gibt es Erweiterungen zu der Story und andere fantastische Sachen. Bei allem ist das Spielkonzept natürlich gleich geblieben. Ihr zieht aus, um der beste Pokémon-Trainer zu werden, fangt und sammelt die kleinen Tierchen und tretet dann gegen andere Trainer an. Wen wundert es, dass dieses Spiel auf Platz 1 landet? Und dennoch mit einem so großen Abstand. Aber im Prinzip ist es ja klar, der Pokémon-Hype war zu der Zeit gefühlt auf dem Höchststand und jeder, wirklich jeder wollte mit den kleinen Wesen spielen. Ich bin ehrlich gesagt kein Pokémon-Experte und kann euch jetzt keine detaillierte Analyse geben, aber ihr wisst wahrscheinlich alle, worum es in diesem Spiel geht.